Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Most Actives am Donnerstag. Donnerstag, das bedeutet, es ist der Tag nach dem Fed-Zinsentscheid. Und ja, der hat dem Markt so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Also es ging in den USA danach direkt runter. Der DAX war heute auch ziemlich schwächlich gestartet, hat immerhin ein bisschen von diesem Minus wieder gut machen können. Denn es war gar nicht so sehr der Zinsentscheid selber, sondern das Wording von Jerome Powell. Also weil, dass man jetzt einen Zinsschritt von 0,75% wagt, das war am Markt eigentlich so erwartet worden. Aber man hat eben ziemlich deutlich gemacht, das war es jetzt noch nicht. Da wird einiges auch noch nachkommen an großen Zinsschritten. Und das hat den Markt eher verschreckt, weil man hat den Eindruck, dass die US-Notenbank nicht unbedingt Rücksicht darauf nehmen wird, ob sie damit jetzt die Wirtschaft abwürgt oder nicht, sondern das wird jetzt durchgezogen. Also dieser Eindruck, der hat sich zumindest dem Markt aufgedrängt. Kein Wunder, dass das eben die Börsianer ein wenig aufgeschreckt hat. Wir schauen aber, was sonst noch los ist an diesem Donnerstag und schauen auf die meistgehandelten Aktien heute beim Online-Broker Flatex. Und wir blicken auf die Kaufseite. Da sehen wir SUSE, Uniper, BASF, Amazon und Fresenius. Bei SUSE, da kam überhaupt nicht gut an, dass man seine Auftragsprognose gesenkt hat. Also der Linux-Software-Anbieter, der hat jetzt eben zu spüren bekommen, dass die Kunden vielleicht ein bisschen zurückhaltender werden. Das heißt, die Firma geht jetzt nach einer schwachen Entwicklung im dritten Quartal jetzt auch im Gesamtjahr von weniger Aufträgen, also von weniger Verträgen aus. Und diese Senkung der Auftragsprognose hat dafür gesorgt, dass die Aktie teilweise zweistellig verloren hat. Die Resultate seien schwach ausgefallen, dieses von Seiten eines Goldman Sachs-Analysten. Die Umsätze, die waren zwar besser als gedacht, aber durch diese Schwäche jetzt beim Auftragswert, das wird sich ja dementsprechend dann auch später bemerkbar machen. Und auch die Analysten von JP Morgan hatten sich dann eher negativ geäußert. Also nicht unbedingt so ein guter Tag für die SUSE-Papiere. Wir schauen weiter auf die Verkaufsseite an diesem Donnerstag. Uniper haben wir da, die Commerzbank, die Deutsche Bank, Rheinmetall und die Deutsche Telekom. Ja, bei der Deutschen Bank, da gibt es im Moment mehreres, was man beachten muss. Also zum einen, über steigende Zinsen freuen sich die Banken ja auf der einen Seite. Das heißt, da hatten wir zuletzt auch positive Bewegungen, die dann wieder so ein bisschen zurückgekommen waren. Bei der Deutschen Bank selber, da profitiert die Aktie heute davon, dass der CFO sich optimistisch geäußert hat. Ansonsten haben die Kollegen vom Aktionär sich aber auch eine besonders wichtige charttechnische Marke angeschaut. Denn vor 2 Wochen ist da so der Knoten geplatzt bei der Aktie, weil sie so rund 3 Wochen um die Unterstützungszone schwankte, die sich am Märztief bei 8,16 Euro und dem Verlaufstief bei 8,29 Euro aufspannt. Das Augusthoch lag bei 9,18 Euro. Und da gab es einen mehrtägigen Kampf um eben diese Marke. Und das ist jetzt eben genau der Knackpunkt, wie es hier jetzt weitergeht. Wichtig ist aber auch, dass die Unterstützung am Juli-Hoch bei 8,67 nicht innerhalb der nächsten Tage unterschritten wird. Sonst wäre ein neues Anlaufen der Unterstützungszone um 8,20 Euro wahrscheinlich. Also charttechnisch im Moment ziemlich spannend. Und der Kollege Timo Nützel hat sich das eben etwas angeschaut. Und der versorgt die Leser beim Aktionär regelmäßig mit seinen Chart-Analysen. Und er schreibt zum Thema Deutsche Bank, Gewinne sind immer möglich. Es kommt nur auf den richtigen Einstiegszeitpunkt und die passende Strategie an. Wir schauen noch mal weiter auf einen anderen Wert, nämlich auf die Deutsche Telekom. Und da haben sich heute mal die Analysten ausgetobt, weil wir sehen ja ein etwas turbulentes Gesamtumfeld jetzt gerade nach der jüngsten Fed-Leitzinsentscheidung. Und da haben die Kollegen auch vom Aktionär geguckt, wer ist stabil in einem solchen Umfeld, und haben sich dann eben die Deutsche Telekom-Aktie mal angeschaut. Analysten bleiben hier offensichtlich optimistisch, denn von 29 Experten, die sich näher mit dem Titel beschäftigen, raten derzeit immerhin 27 zum Kauf, schreibt der Kollege Michael Schröder aus der Printredaktion vom Aktionär. Und er schreibt, ein Blick auf den Chart zeigt, dass die Aktie nach dem missglückten Versuch aus der Trading Range nach oben auszubrechen kurzfristig noch wieder Richtung 18 Euro zurückfallen könnte. Größere Rücksetzer sind aus charttechnischer Sicht seiner Einschätzung nach im Moment aber nicht zu erwarten, zumindest vorerst. Das heißt, der Aktionär hält an seiner positiven Einschätzung fest. Mit dem krisenfesten Geschäftsmodell sowie der attraktiven Dividende bleibt die T-Aktie für konservative Anleger auch im aktuellen turbulenten Marktumfeld eine gute Wahl. So sein Votum. Ja, das waren die Most Actives für den Donnerstag, also am Tag nach der Fed-Zinsentscheidung. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie wollen, natürlich auch morgen am Freitag, gleiche Zeit, können wir uns hier wiedersehen zu den Most Actives dann kurz vorm Wochenende. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.